Aber wenn alleine Bildschirm kommt, Kinder, müsst ihr die Augen zu halten. Genau, das macht voll Angst, der Ladebildschirm. Das ist eh brutal. Ja. Oh, hier. Bäm. Voll brutal. Okay, let's go to oben. Und wie lässt der Wichser mich jetzt rein? Wenn nicht, machen wir erstmal Keller durch, oder? Natürlich. Ich kann hier nichts mehr machen. Ich kann hier nichts mehr machen, Mann. Nein! Du hast es kaputt gemacht. Vielleicht später. Ich will's hoffen. Nee, immer noch nicht. Das ist erst Kellerspiel. Ach, muss ich erst? Jo. Bevor du in die Tür rein kannst, musst du erst Keller durchhaben. Ach so. Oh, du bist auch eine Pussy, ey. Ach, guck mal, wie das Ding aussieht. Sehr sicher. Ja, komm. Auf. Da ist ein Kopf unten raus. Bis... Ja, okay, okay. Eine Halbvideosequenz. Hat Angst vor Wasser, oder was? Rohrbruch hatten wir auch schon mal. Steh ihn nicht so an. Oh, ist das tief, ey. Ja, ey, das verwundert er sich auch so. Oh, pass auf deine Eier auf. Wenn die da schon so hin zoomen. Ich wollte gerade sagen, hast deine Schwester zu lange runtergeduldet oder was? Ich will jetzt erstmal gleich wieder auf die Treppe gehen. Wieso soll ich sie nicht töten? Ich hab doch eine Pistole. Du hast keine Pistole. Natürlich. Guck. Kannst du benutzen. Toll. Mach erstmal Taschen ab, das ist jetzt nötig. Ist nur einer, ne? Ja. Ich weiß ja, ob du den töten kannst, ich bin mir da nicht sicher. Okay, aus dem Kampfmodus, die Kamera anbehalten. Du brauchst du hier? Ja, ja. Wenn ich siehst. Garagentür öffnen. Wozu brauch ich den jetzt? Eine Notiz. Wenn du brauchst Benzin. Ich muss erstmal in die Garage kommen. Eben. Jetzt muss ich nur draußen, oder? Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber guck dich erstmal hier ein bisschen um. Ja, natürlich. Oh, hier sieht auch alles kaputt aus in deinem Dreckshaus. Hier ist auch alles kaputt. Ein Boot. Ey, wollen wir Boot fahren hier unten? Ja, klar. Aber hier, guck mal, jetzt ist das gar nicht so tief. Mhm, so. Links. Wie ein Splinter Cell. Ah, diesmal ohne Zähne. Oh, die eine Szene haben verpasst. Durch das Ding sieht das Ding aus wie ein Mensch. Oder wie so ein Zombie mäßig so. Ach so. Scheiße, habe ich mich damit sauer erschrocken. Oh. Flashbacks. Na, was hat denn der Vater da unten gemacht, ey? Sieht doch aus, als ob er beim Kacken wäre, ey. Oh, voll heftig. Ja, Alter, da steht irgendwas zerschnitten oder so. Yes, Sir. Voll der Penner. Nee, so werden Eltern mit Respekt in Amerika angeredet. Ist so. Echt? Ja. Aber früher war das so, ich hab keine Ahnung. Ich glaub nicht mal, dass es heute so ist. Manche Familien bestimmt. Okay, du brauchst einen Schlüssel. Mach's aber nicht. Aha. Krieg ich den jetzt um oder was? Ich weiß es nicht. Das Let's Play soll jetzt keine 80 Stunden lang gehen. Es ist ein Rätselspiel. Also. Ja, der war zu stolz. Und.
Also sein Vater war zu stolz. Und das zu repariert, glaube ich. Um das Ding zu benutzen, er wollte immer selber abtrocknen oder was. Ja, nee, ich kann das gerade voll nicht nachvollziehen. Wir kommen zu stolz am Trockner zu. Geht nicht. Dann muss ich jetzt wohl nach oben. Geht zur Garage. Oder zu noch ganz nach oben, ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt mal ganz nach oben, wenn das dann noch immer nicht geht, ey. Müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Nein, dann gehen wir erstmal zur Garage. Ah, Gott! Und dann mal. Irgendwann wird das Ding schon gehen. Hui! Nee, bin da auch nicht. Komisch. Ist bestimmt so, oder? Ich weiß, also hundertprozentig, also soll ich mal sagen, was hinter ist? Nee. Nee, ich weiß auch nicht, was hinter ist, aber ich weiß. Was willst du wissen, was passiert? Nee. Okay. Ja, das ist ja für die Leute scheiße, oder nicht? Nee, aber damit wir eben nachvollziehen, damit du nachvollziehen kannst, wenn du ja spielst. Ich kann's auch gerne geheim sagen. Nein, brauchst du nicht. Ich seh's ja. Lass mal in die dunkle Ecke gehen. Oh, schon müde. Ist ja gerade mal 5 Uhr. Nachmittags. Warum muss ich ins Bett? Stimmt. Sag mal, was? Deine Stimme. Deine Stimme. What the fuck? Spucken, nicht schlucken. Nicht durchs Loch gehen. Wieso nicht? Weil du das später essen musst. Eine Fernbedienung, also muss man eine Fernbedienung. Eben. Doof, oder? Was? Da habe ich damals für 2 Stunden gebraucht. Wieso das denn? Weil ich nicht wusste, dass ich einen Garagentüröffner hatte. Aber das hätte ich glaube ich noch gewusst. Nee, ich habe damals sehr schnell gespielt und habe dann darauf geachtet. Ich habe da 2 Stunden rangesessen. Ist das jetzt? Eine Stange, cool. Schläger. Ja, tut mir leid, Kampfmodus und doof! Stahlrohr. Kann man noch was anderes reinstecken? Was denn? Gar nichts! Und hier ist jetzt Benzin, ne? Benzin! Lass es brennen. In Benzin. Nee, in Benzin. Ja. Klick einfach durch, das ist so ein Scheiß. Ja, aufladen ist. Benzin. Ja, mit meinem Stahlrohr bestimmt, ne? Ja. Genau. Wo ist denn jetzt im Stahlrohr? Hä? Eine very, very gute Frage. Ich konnte irgendwie Waffen wechseln. Ja, wie? Escape, Option, Steuerung. Na, was ist das dazu? E. Kein E. Achso. Stahlrohr! Aufbrechen, ganz brutal! Was war denn das jetzt gerade für ein krasser Bildfehler? Das war ein Bildfehler. Ja. Ja, da habe ich dazu nichts zu sagen. Na, hast du jetzt so lange. Achso, ja, okay. Und jetzt gehe ich wieder in den Keller. So auf ihn. Wow, mich erschrocken, ne? Das ging eigentlich. Ja, mich jetzt will ich erschrocken. Boah! Ey! Stirb! Ist tot! Scheiß Telefon! Nee, ich geh jetzt nicht ans Telefon, ich hab keinen Bock. Tu sowieso zu, das heißt, deine Mutter kann, deine Mutter ist jetzt. Kann es nicht anders. Kann auch für mich sein. Entire Team Escape! Okay, wir sind schon wieder am Ladebildschirm! Stimmt, der Notruf. Ihr Haus brennt! Ihr Haus, man kommt wieder raus! Nee, ich spiel grad Silent Hill. Du wirst es weiter aufnehmen für unsere Fans da drauf. Ja, Fans. Fans! 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 Das ist dein Hand. Kurz die Aufnahme abbrechen. Was? Lieber hier. Hier, ist aber Nadelkabel dran, ne? Setze mich, ich hab einfach aufgelegt. Würde ich aber das Handy ausmachen. Nö. Braucht ein cooler Klingelton hier. Nein. Für Scheiße. Monster! Gar nicht. Ich weiß. So, darf ich lachen? Wenn das gleich nochmal klingelt, ist es wichtig und dann weiß ich, dann muss ich nochmal kurz. Dann spiel ich für dich. Dann unterbrechen wir mal kurz, würde ich sagen. Nee, dann spiel ich aber eben für dich. Nö. Doch.